Servus, ich bin Andi Nierschl, komme aus Osterhofen und bin Heizungsbauer und Fotograf. Ja, eigentlich bin ich gelernter Elektriker, war dann jahrelang in einem anderen Berufsfeld tätig. Und vor Jahren ist dann mein Onkel an Krebs erkrankt und hat mich gefragt, ob ich stundenweise aushelfen kann, weil er natürlich nicht mehr so stark arbeiten kann und mein Cousin natürlich auch nicht alles allein schafft. Und wie er dann vor Jahren leider verstorben ist, war für mich klar, dass das jetzt mein Weg ist und dass ich dann da voll mit einsteige. Tannenberg ist schon was Schönes, vor allem bei uns. Wir haben da glücklicherweise dürfen wir ganz schöne Bäder bauen und das macht schon Spaß. Ich arbeite sehr gern mit Leuten. Betonung liegt da, aber allerdings auf Arbeit. Privat habe ich sehr gern mehr Ruhe. Zur Fotografie bin ich gekommen durch die Flut in Deggendorf, leider Gottes, weil da waren einfach viele Kamerateams da und nachdem ich ein Rehkitz aus der Donau ausgezogen habe, waren die Kameras dann natürlich auch viel bei mir. Erst waren die alle mit den riesen Kameras da und dann ist einer mit so einem Spiegelreflex gekommen, den ich dann erst einmal ein bisschen ausgelacht habe, was ich jetzt möchte, und dann hat er mir eigentlich gezeigt, was das Ding kann, und dann war die Begeisterung da. Also die allerersten Motive waren Cola Light-Flaschen, dann kam der Hund, dann Autos und ein bisschen Natur, dann Menschen und dann irgendwann relativ nackte Menschen. Es war tatsächlich so, dass ich vor ein paar Jahren überlegt habe, ob ich weggehe, weil diese Art von Bilder bei uns da nicht funktioniert haben. Also da waren wir noch zu konservativ. Und jetzt, wenn ich schaue, die letzten zwei Jahre hat sich da ganz viel da. Und seitdem kommen wir tatsächlich aus dem Landkreis Deggendorf oder vielleicht den nächsten angrenzenden Landkreis. Ich war bestimmt nicht gern weggegangen, weil ich schon gern Ruhe habe. Aber beruflich gesehen war es halt damals wahrscheinlich besser gewesen. Oder war vielleicht ein wenig schneller gegangen, das Ganze. Aber jetzt ist alles gut. Ob man jetzt einmal ein bisschen länger fährt und dann irgendwo in den Berg kommt oder ob man einfach nur bei uns irgendwo ein Waldstückchen nimmt, um einfach mal ein bisschen Ruhe zu haben. Und für das ist halt der Landkreis schon nicht schlecht.